Miau, miau, miau und damit, hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Stray. Wir haben beim letzten Mal ein bisschen die Stadt erkundet, beziehungsweise überhaupt mal, wollte gerade sagen, Menschen getroffen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Menschen tot sind. Aber das soll uns nicht aufhalten, wir haben Roboter getroffen. Und die fanden uns erst nicht so nice, nachher dann irgendwie schon, wir konnten mit denen talken. War ganz cool. Und wir müssen, ich glaube Momo oder so ähnlich heißt das Viech. Oder der Älteste oder wie auch immer. Und den sollen wir tatsächlich finden. Nur die Sache ist, ich habe nicht meine Ahnung, wie wir hier überhaupt aus diesem Zimmer rauskommen. Aha. Da müssen wir wieder ganz schnell drücken. Und dann öffnet sich hier der Weiterweg. Klasse. Und hoch. Hier sind wir wieder. Naja. Wir haben die Guys aus Versehen in den Farbeimer fallen gelassen. War. Ja, war lustig. Fahr jetzt mal hier runter. Hoff, dass wir nichts skippen. Oder waren wir hier schon? Wir waren hier schon, oder? Wir gehen mal hier lang. Wir müssen ja dahin. Doch, dahin müssen wir. Wir sind hier richtig. Dann rennen wir mal kurz hier rum. Und ich hoffe, wir treffen diesen Dude. Weil der ist der Einzige anscheinend, der uns helfen kann, hier rauszukommen. Das kenne ich aus dem Trailer. Diese ganzen Flaschen, die kann man umwerfen, ja. Ich will nur noch irgendwie da hochkommen. Das sieht tatsächlich schwerer aus, als es ist, oder? Ja. Und hier rein. Wunderbar. Nee, das ist verschlossen. Aber wir kommen natürlich durchs Fenster. Miau, miau, miau. Herzlich willkommen. Will ich schon mit dem reden? Ich werde mir hier ein bisschen was angucken. Außenweltler. Okay. Wieder hier ein bisschen Drift-Action. Wir reden mal mit dem, komm. Oder mit ihr. Keine Ahnung. Das wird niemals funktionieren. Warum habe ich sie gehen lassen? Jetzt bin ich ganz allein. Hey du, was willst du? Ich will an die Oberfläche. Ist das ein Bild von der Außenwelt? Willst du dorthin gehen? Mach dir nicht die Mühe, es ist nur Zeitverschwendung. Es wird dir nur Einsamkeit und Verzweiflung bringen. Meine Freunde hatten diesen Traum auch, aber jetzt sind sie weg und ich bin ganz alleine. Ich weiß nicht, wo sie gelandet sind, aber ich habe versucht, sie zu kontaktieren. Aber dieser viel zu freundliche Sendeempfänger funktioniert nicht. Meine Freunde und ich haben sie zu unseren Recherchen über die Außenwelt, haben wir hier Notizen gemacht. Hier, nimm eine, wenn du wirklich nach da draußen willst. Aha. Du bist auf dich allein gestellt. Ich bin fertig mit der Außenwelt. Viel Glück. Vielen Dank. Momo scheint sehr traurig zu sein. Er vermisst seine Freunde. Lass mich einen Blick ins Notizbuch werfen, das er uns gegeben hat. Das Manifest der Außenweltler. Wir müssen um jeden Preis die Außenwelt erreichen. Wir müssen unsere Brüder und Schwestern schützen. Wir müssen uns von Zurks fernhalten. Es ist unterschrieben mit Clementine, Spaltatar, Doc und Momo. Es sieht so aus, als ob Momos Name später hinzugefügt wurde. Ich denke, wir sollten die anderen Notizbücher finden. Ja, okay. Die befinden sich wahrscheinlich alle hier. Wir machen das Radio an. Kommt ein bisschen Uts. Da sehe ich mich. Will diese Nummer anrufen. Ich will diese Nummer wirklich anrufen. Um zu gucken, ob man irgendwo rauskommt. Es gibt viele Spiele. Ich habe ja mein Frustrafakta-Format.
falls viele das nicht wissen, checkt das auf jeden Fall mal ab. Geht's um Gaming-Fakten. Und es gibt in mehreren Spielen, wenn man eine Telefonnummer anruft, dass was Bestimmtes passiert. Oh, wieder sowas. Das war das letzte Mal mega lustig. Da läuft man nämlich, da verändert sich die Steuerung. Ich will mit dem Ball spielen. Wenn sich die Hüte hier mal wegtun würde. So. Dankeschön. Ich will den Ball. Ball! Feier war. Gehen wir mal. Oh, hier können wir Tapete wegmachen. Können wir? Scheinbar nicht. Wir sind ja aber auch nicht hier, um die Wohnung kaputt zu machen. Da ist was. Ein weiteres Blatt. Das war alles hier? Okay. Hier in der Küche sehe ich mich doch. Hier stellt man doch solche Zettel auf, oder nicht? Was sind unsere Aufgabe? Nee. Ich glaube nicht, dass das so soll. Aber Momo hat uns sein Notizbuch gegeben. Also lass uns damit die anderen drei finden. Damit können wir Informationen über die Außenwelt sammeln. Ja. Wir müssen in den verlassenen Wohnungen der Gegend umschauen. Okay. Wir müssen uns jetzt wirklich hier umgucken. Also in den Wohnungen. Und okay. Aber woher weiß ich denn, welche der Wohnungen? Dieses Symbol an der Wand stimmt mit dem Notizbuch überein. Ah, okay. Ah. Uns wird auch gesagt, wo wir hin müssen. Es scheint eine Spur zu sein. Ja, dann steppen wir da doch mal hin. Gib ich mal gekonnt. Das ist eine relativ unnötige Cutscene. So, sprinten wir doch mal nach hier hinten. Von hier kamen wir doch, oder nicht? Nun, da sind wir... Ja, also von hier nicht. Okay, wir sind drin. Notizbuch! Where are you? Are you here? Couch, immer wunderschön. Hier können wir durch. Das wusste ich nicht. Okay. Ah, da ist noch ein Buchdings. Ein Außenweltler-Notizbuch. Es ist das gleiche Logo wie das Momo uns gegeben hat. Das hier scheint jemand zu hören namens Clementine. Oder Clementine, ich habe keine Ahnung. Alles läuft nach Plan. Wir haben es geschafft, die oberen Ebenen zu kontaktieren, bevor der Sendeempfänger abgestürzt ist. Wir sind an einem Ort namens Stadtmitte und scheinbar gibt es dort eine unterirdische Macht. Ich habe vorhin mit Momo gesprochen, seine Augen. Ich kenne diesen Blick. Er wird nicht mit uns kommen. Lass uns die anderen Notizbücher finden. Das ist eine gute Idee. Wir wollten noch über die Tastatur rennen. Schade, können wir nicht. Nächstes ist das Notizbuch. Ich will mich hier trotzdem umgucken. Weil dieses Spiel halt echt wundervoll aussieht. Leute, mit dem Link unten in der Videobeschreibung, ihr wisst Bescheid, Instant Gaming, gibt's das Ganze ein Stückchen. Ja. Bin ich das Notizbuch gefunden? Haben wir aber. Ich muss jetzt die Häuser mit den Symbolen selber finden. Ja, wird easy. Sehe ich mich. Ich schätze mal nicht nach da. Aber das hier drüben sieht schon. Kommen wir aber nicht. Hier runter komme ich, ja. Da komme ich auch hoch, okay. Will eigentlich dahin, ja, genau. Nee, von hier scheinen wir nicht weiterzukommen. Oh, das Spiel ist schwer. Links oder rechts? Links oder rechts? Ich glaube, die Außenweltler scheinen in der oberen Wohnung zu wählen. In Gassen werden wir nichts finden. Ja, dann gehen wir halt wieder nach oben. Keine Ahnung, Mann. Mir wird hier so wenig erklärt. Ich bin so richtig, also aufgeschmissen vor. In den oberen. Ah. Ich schätze mal, wir müssen mit dem
Dude reden, der uns hochbringt. Sieht verloren aus, was brauchst du? Sind die Außenweltler, sie leben in den oberen Etagen. Du kannst wahrscheinlich mit Momo darüber reden. Ja, weiß ich, aber wie komme ich denn nach oben in die oberen Etagen? Was sind denn die oberen... Also ich glaube schon, dass das hier da oben irgendwie was zu bedeuten hat, ja? Weil auch hier dieser Aufzug ist und alles. Aber wo muss ich denn hoch? Bin jetzt maximal verwirrt, Leute. Ich würde sagen, wir steppen mal hier hoch. Versuchen wir einfach das Höchste zu erreichen, was ich erreichen lässt. Kamera? Auch die oberen Wohnungen. So, hier hoch. Nochmal bitte, Hilfe. Ja, wir müssen die verlassen. Du solltest von den Dächern sehen können. Nach dem Außenweltlogo ausschauen. Das da hinten ist doch so ein... Moin. Das da hinten sieht mir verdächtig nach so einem Logo aus. Weswegen ich versuche, da hinzukommen. Ja, ich glaube, hier über die Dächer ist das machbar. Nee, von da kamen wir. Hier waren wir doch, oder nicht? Bin ich komplett lost gerade? Hier waren wir doch, oder? Ich glaube nicht. Wir gucken uns mal hier gut um. Also alle wollen irgendwie an diese Außenwelt. Das scheint irgendwie so das Krasseste zu sein, was man in diesem Spiel erreichen kann. Die Welt, bevor sie so wurde, wie sie jetzt ist. Hey Doc, ich habe die Schlüssel zu meinem Safe gefunden. Du musst echt vorsichtiger sein. Es reicht nicht, einen Safe, einen Haufen Bücher zu verbergen. Yes, die Bibliothekarin. Hier runter, ja. Okay. Wie du deine künstliche Intelligenz entwickelst, um so kreativ zu sein wie ein echter Mensch. Band 42. Strong. Strong. Ich weiß, wofür die Notenblätter sind. Die Notenblätter sind für den Musikertypen. Oder Typin, ich weiß es nicht. Oh, das ist das hier. Da gehe ich doch mal straight up hin. Ja, da komme ich auch hoch. Und hier befindet sich... Ich kann mich hier hinlegen. Will mich nicht hinlegen. Ach, und... Ja. Ich suche so ein Notenzell... nicht Notenzell. Ich suche das Notizbuch. Notizbuch. Hallo. Haben wir hier schon? Ja, hier war das so. Kann denn das Notizbuch sein? Wenn ich ein Notizbuch wäre. Wo würde ich mich verstecken? Bei N wie Notizbuch. War doch hier. Schade. Ne, ich kann nichts erkennen. Kann ich hier machen? Kratzen? Ja, das kann man sehr häufig in dem Spiel, aber das will ich nicht. Ich geh nochmal nach hier hin. Habe ich hier was übersehen? Keine Ahnung. Das hier ist halt schon die auffälligste Stelle, meiner Meinung nach. Deswegen. Das da oben ist doch mehr als sus, come on. Ernsthaft, hier ist nichts?
Bin ich so lost und finde das gerade nicht? Das ist doch des Todes. Also, come on. Das ist ein Gravity Falls Easter Egg. Kannst du mir nicht erzählen. Rotes Buch mit einer Hand drauf. Und dann in der Hand steht was drin. Das ist, oh mein Gott, wie krass. Hier ist doch so ein... Ich glaube, ich bin... Ja. Wie sieht denn das Außenweltlogo aus? Das sieht nicht so aus. Doch, das sieht... Nein, das sieht nicht so aus. Warte, wir vergleichen. Nein, du sollst nicht mit mir reden. Mann, hör doch auf hier. Oh mein Gott. Hinter so einem Buchgedöns. Dieser Tresor versteckt gewesen. Ich bitte mal auf jede Bücherdings drauf. Und da ist einfach so ein Tresor versteckt. Und dafür ist wahrscheinlich auch der Schlüssel. Am I right? Wundervoll. Gute Arbeit, ein weiteres Notizbuch. Das scheint jemand namens Doc zu gehören. Nach wochenlanger Forschungsarbeit habe ich ein Spektrum mit einer starken UV-Lampe kombiniert. Damit sollten wir in der Lage sein, die Zurks auf unserem Weg zur Oberwelt abzuwehren. Der erste Versuch war explosiv. Ich muss ihn vielleicht unter realen Bedingungen testen. Lass uns die anderen Notizbücher finden. Das ist eine gute Idee, das tun wir doch. Steppen wir direkt wieder raus. Ich hasse die Bibliothek. Das hat mich viel zu viel Zeit gekostet. So. Ja, das da vorne ist ganz schön sass. Ich glaube, da laufen wir jetzt auch als nächstes mal hin. Da waren wir, aber da waren wir safe noch nicht. Komm ich hier nicht rüber? Doch, natürlich. Muss ich ja. Ist auch weird, dass die Katze stehen bleibt. Drücke A, um da hochzuhüpfen. Sie springt nicht und bleibt einfach da stehen. Es ist manchmal komisch. Wir nennen die Katze Henrik. Das ist jetzt ein Name, der habe ich jetzt so erfunden. Das ist jetzt Henrik. Und Henrik steppt darüber. Vielleicht auch nicht. Vielleicht steppt Henrik mit einem Umweg darüber. Uiuiui. Ich habe mich getötet. Wie kommt man denn hier rein? Oh, war das das, wo wir hier oben rein mussten? Aber wo wir noch nichts mit anfangen konnten? Als ob, wir waren hier schon, Guys, beim letzten Mal. Aber wir wussten nicht, was wir hier tun mussten. Jetzt wissen wir es. Also, Joke, wir wissen es immer noch nicht. Keine Ahnung, was wir da machen. Wahrscheinlich gibt es da... Ach, trinken. Ja, das da hinten ist doch sass. Hier, das Bild hängt schief. Man kann hinter das Bild, da ist was. Nein. Ach, aber die Wohnung sieht auch so leer aus, wirklich. Nee, wir sind doch durch die Wohnung, sind wir doch reingekommen, oder? Keine Ahnung. Oder bin ich hier komplett wieder falsch? Das soll natürlich auch... Nee, wir waren in der... Wir kommen. Von der Wohnung kommen wir her. Wir müssen da unten rein irgendwie. Nee, nee, da unten ist schon die Wohnung, oder nicht? Natürlich, das ist doch die Tür. Die Tür können wir aufmachen. Hier ist eine Kiste davor. Können wir safe wegschieben. Hab ich gehört. Hallo? Nein? Verstehe gar nichts. Skurrile Dinge in dem Aschenbecher. Ich dachte, man müsste jetzt die Kiste irgendwie da wegschieben. Oh, was? Wo? Da hat's geleuchtet. Ah, da ist das Notizbuch. Es liegt einfach so random rum. Endlich, das letzte Notizbuch. Das hier scheint jemandem namens Spaltazart zu gehören. Alle Spuren organischen Lebens sind verschwunden. Bis auf das, was wir die Zurks nennen. Die scheinen fast alles zu fressen, was sich bewegt. Und vermehren sich.
mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit, als ob sie nicht schon schwer genug wären, in dieser Stadt eingesperrt zu sein. Das sind diese komischen Zeckenviecher, die heißen Zurks. Oh, in diesem Buch gibt es auch eine Notiz. Da steht, ich habe einen Konstruktionsfehler im Sendeempfänger gefunden. Aber ich glaube, ich weiß jetzt, wie man ihn beheben kann. Hier ist die Gleichung. Damit sollten wir in der Lage sein, Momo zu helfen, den Sender zu reparieren. Wenn er in die obere Ebene kommunizieren kann, könnte das unser Weg nach oben sein. Zeigen wir ihm, dass wir ihn gefunden haben. Ja, dann steppen wir doch mal ganz, ganz schnell zurück. Zack. Zack. Da gibt's den Jump des Jahrhunderts. Wah! Huh. Da oben, gell? Komm ich da am besten? Oh, da wollte ich... Ich runter, aber passt schon. Nein, ich will den nicht runterwerfen. Ich will wieder hoch zu Momo. Denn der Boy kann uns helfen. Hab ich gehört. So. Zack. Simsalabim. Bin back wie Rücken auf Englisch. Hey, kleine Katze, suchst du immer noch nach den nutzlosen Büchern? Ja. Oh, du hast die Notizen von... Oh, du hast die Notizen von Clementine gefunden? Sie war wirklich mutig, weißt du? Die furchtloseste Person, die ich je getroffen habe. Ich habe keine Ahnung, wie ich den synchronisiert habe. Oh, es gehört Doc. Er war doch wirklich ein großer Fan von Elektronik und so. Er war immer kurz davor, eine große Entdeckung zu machen. Hä? Bin ich lost? Wir hatten mehr. Kann ich... Also, wie kann ich denn switchen? Wir haben 3 Bücher gefunden. Aber davon haben wir nur 2 hier. Hä? Das ist mein Notizbuch. Ich war die Letzte, die sich den Außenwänden angeschlossen hat. Und auch die Letzte, die noch übrig ist. Ja? Ja, das will ich dir auch gar nicht geben. Warte, du hast tatsächlich alle Notizbücher meiner Freunde gefunden? Oh, was ist das für eine Notiz? Der Sendeempfänger kann repariert werden? Das ist ja unglaublich! Ich bin... Also das Inventar ist auf jeder Ebene komplett weird designed. Aber ist okay. Das bedeutet, dass wir auch außerhalb der Slums kommunizieren können. Clementine, Clementine Spaltasar, Doc, es tut mir leid, dass ich an unserer Sache gezweifelt habe. Ich verspreche euch, ich werde einen Weg finden, an die Oberfläche zu kommen. Danke, vielleicht finden wir für dich einen Weg nach oben. Jetzt lass uns diese Schrotthaufen von Sendeempfänger reparieren. Ja, let's go. Et voilà. Es funktioniert. Komm mit mir. Das habe ich actually vor. Ich freue mich auch sehr, dass du mit mir kommst. Da oben siehst du das Gebäude hoch oben auf der anderen Seite. Wenn du den Sendeempfänger ganz oben auf dem Turm installierst, sollten wir mit der Stadt kommunizieren können. Okay, let's go. Ja, ja, wir sind klein genug, dass wir da hochkommen. Ich habe es verstanden. Auf das Gebäude. Ja, da wird erstmal hier lang geslidet. So. Dächer. Oh, das ist Story. Sind wir weitergekommen? I see. I see. Ah! Geh doch weg. Oh mein Gott. Weg da, weg da, weg da, weg da. Ihr kriegt mich nicht. Zumindest nicht lebend. Oh mein Gott. Wir sind fast da. Oder? Oh mein Gott. Spam that B-Button. Ach du meine Güte, die können auch hochhüpfen. Das ist nicht gut. Wie komme ich hier weiter? Mag die Viecher nicht. Ich finde es nicht gut, dass wir die Option in diesem Spiel haben, zu sterben. Das passt nicht in das Game. Alles an diesem Game ist so unfassbar süß und dann
Das. Geht es hier weiter? Merken, ohne Erinnerung. Aber was denkt ihr, wie viele haben wir schon verpasst? Die Stadt ist voller Neon, das war nicht immer so. Früher gab es eine strenge Energiebeschränkung, besonders in den Slums. Aber die Menschen kamen mit der ständigen Dunkelheit nicht zurecht. Eines Tages schaltete jemand Regenbogenlampen ein, Neonleuchten im ganzen Haus. Diese Person wurde weggebracht und nie wieder gesehen. Aber die Menschen hatten wieder Hoffnung und fingen kurz darauf alle an, in ihren Häusern jede Menge Licht anzubringen. Die Unterdrücker konnten nichts dagegen tun. Es war ein Weg für die Menschen, wieder Farben zu sehen, wie in der Außenwelt. Ich glaube, das hat geholfen. Ja, okay, wir haben zwei verpasst. Aber wie geht es? Hier geht es weiter. Oh, das springt hier auch ganz schön rüber. Das sehe ich. Jetzt müssen wir nochmal gegenhüpfen. Nochmal Schwung zu holen, dass wir hier weiter können. Krass. Physik mal wieder on point. Oh, hier sind Kameras. Ich weiß nicht so genau, wie die Kameras sind. Aber sie sind halt da. Ich hoffe, das reicht schon. Natürlich nicht. Aber nicht, dass dieses Fass runterfällt. Nein, okay. Das hängt sich genau hier fest. Zack. Oh, schnell hier rüber, bevor das runterfällt. Ich jumpe. Okay. Überlebt. Welches Gebäude war das? Ah, okay. Wir kommen der Sache schon etwas näher. Wir jumpen voll in die Kisten. Oh, nee. Das sind Nester von solchen Viechern. Tür hacken. Smart, jetzt sind die hier eingesperrt. Ja, was wollt ihr tun? Ja, was wollt ihr tun? Die können mir gar nichts. Oh, da ist sogar ein Fluchtweg für uns. Sogar ausgeschildert. Ich habe Angst, dass sie das Tor kaputt machen könnten. Deswegen an der Stelle beeile ich mich mal ein bisschen. Aber wir sind ja auch schon wieder safe. Ich glaube nicht, dass die allzu weit hochhüpfen können. Sicher bin ich mir aber nicht. Das ist das Gebäude, gell? Ja, da steppen wir doch mal lang. Was steht da? Corporation. Neko Corporation. Ah, yes. Hier wird direkt weggesprintet. Hier wird umgeschmissen. Und dann wird hier reingesteppt. Ja. Und wie es in diesem verseuchten Turm weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Like da lassen und abonnieren, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Ich wünsche euch noch jetzt einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.